Hallo alle miteinander, wie geht's, wie steht's? Hier ist der Yoshi Gamer und ich heiße euch alle herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Pork. Jawohl, wir sind zurück bei The Pork. Ja, wir waren das letzte Mal unterwegs ins Horrorhaus, wo wir auch gerade drin sind. Wir müssen leider vom letzten Speicherpunkt wieder aus anfangen. Und das ist hier, ich denke mal, wir müssen jetzt wieder durchs Horrorhaus gehen und alles nochmal neu machen. Give it to me. Ja. Genau. Wir müssen einmal durchs komplette Horrorhaus. Also wir kennen das alles Ganze schon. So, und hallo, Jumpscare. Ich bin immer noch ein bisschen zurückgeschreckt. Ja. Leute, pass auf. Wir kennen das ja alle schon. Deswegen schneide ich hier kurz, dass wir uns gleich wieder an der Stelle wiedersehen, wo wir vorher waren. Bis gleich, Leute. Ciao. Hallo alle miteinander, wie geht's, wie steht's? Hier ist der Yoshi Gamer und ich bin wieder zurück. Ja, ich habe ein bisschen vorgeschnitten, bin ein bisschen vorgelaufen und sind jetzt genau an derselben Stelle, wo ich mir das letzte Mal den Part beendet habe. Nämlich genau in der Küche und ja, wir sind genau in so einen Raum gelandet, quasi in ein Haus. Und ja, und pro Raum, also es wiederholt sich immer, wie in Silent Hill PT, vielleicht kennt ihr das Spiel, es wiederholt sich und wird immer schlimmer. Die Tür geht immer noch nicht auf. Boah, ist das creepy, Alter. Nein, I didn't run away, that took me. Ja, es wird halt immer schlimmer, jedes Mal, wenn wir den nächsten Raum betreten. Wir betreten mal in den nächsten Raum, Leute. Wir gehen also wieder eine Stufe runter. Gucken wir mal, ob wir die Türen öffnen können. Nein. Nein. Okay, wir sind wieder in demselben Raum im Wohnzimmer. Wir schauen mal, was es hier so Neues gibt jetzt. Das scheint der Teddy von Callum zu sein. Alter, das Bild ist einmal. Boah, Alter, what the fuck, Alter. Alter, oh, ist das. Alter, oh mein Gott, ich hasse solche Bilder, wo Blut drauf ist und Kinderhändchen und sowas. Oh, die Puppe hat auch ihren Kopf verloren. Ja, man sieht das schon, hier liegen jetzt Tabletten, Alkohol, also irgendwie scheint die Mutter irgendwie depressiv geworden zu sein und. Hallo? Ja, immer mehr Alkohol, mehr Tabletten. Oh, okay. Das scheint irgendwie. Okay. Ja. Guck, da liegt auch kein Essen mehr. Da liegt nämlich jetzt Alkohol im Kühlschrank. Okay, ist eigentlich alles recht interessant, ne? Also oh, ein Buch. A History of Solomon Island. Hört sich an wie die Musik, die wir vorhin im Radio gehört haben. Wir gehen aber trotzdem mal weiter. Alter, diese Bilder sind so verstörend. Tür ist auf, die brauchen wir erst gar nicht zu mal aufmachen. Boah. Oh, das ist echt übel. Ach, die Tür auf der Arsch, ich will rein! Okay. Oh, Alter, Alter! Oh mein Gott! Alter, sind die creepy! Alter, das ist gut gemacht! Alter, das ist gut gemacht!
Alter, ist das heftig. Boah, Alter, sind die gruselig, die Puppen. Alter, das ist heftig. Ich trau mich kaum noch vorwärts zu laufen, mal. Alter. Ja, genau das denke ich mir auch gerade, Mädel. Da bist du nicht der Einzige, die so denkt. Alter, what the fuck? Alter, ist das verstörend. Alter. Oh, Scheiße. Nee, da will ich nicht rein. Da will ich nicht rein. Nein, ich will raus hier. Alter, hab ich Schiss! Na, natürlich geht die Tür jetzt nicht mehr auf. Leute, bitte wundert euch nicht, warum ich so leise bin. Ich bin gerade so verstört. So verstört von diesem Raum. Oh, Alter, müssen wir nochmal da rein? Oh, Gottes Willen. Okay. Musik, Alter. Alter. Ja, sind das wir? Heilige Scheiße. Alter, ist das verstörend. Alter, ist das krank. Alter, ich will nur hier raus. Ich will nur hier raus. Ich will einfach nur hier raus. Lass mich raus hier. Ich will nur hier raus. Jetzt müssen wir da ernsthaft nochmal rein. Oh Gott, das will ich nicht. Okay. Ach, wir sind ja anscheinend raus. Wir haben es anscheinend geschafft. What have you done with them? Stories are told again and again, and from their shape we build our understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. The child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of the story, Mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I am, aren't I? Okay. Ja. Okay, wir sind zurück und sind anscheinend aus dem Horrorhaus raus. Hoffe ich bald. Oder sieht es zumindest aus. Jetzt scheinen wir in irgendeiner Bibliothek zu sein. Mit ganz vielen Büchern. Kids broken today. It's been so long since. Ach, das ist anscheinend ein Gespräch zwischen Callum und diesem komischen Geist. Wisst ihr das? Diese kleinen Dinger, der Geist ist und die großen. Irgendwie, ja, irgendwie sowas. Das sind halt wie ein Gespräch. Ich lasse kurz so stehen.
Zur Not müsst ihr auf Stopp machen, damit ihr es selber lesen könnt. Das juckt. So. Schöne Musik. Musik ist schön. Alles perfekt. Auf den alten Saxophon sogar. Eyes without sparkle. Okay, ausmachen können wir das Ding nicht. Wir müssen aber, glaube ich, hier lang. Hänsel und Grete. Ah. Was sind das für komische Kabel? Sieht aus wie Tanks? Sieht aus wie ein Gitter. Calum? 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 Mädel, hinter dir! What the fuck? Was macht er? Nein! Der zwingt uns, unseren eigenen Sohn zu töten! Nein, 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 nein! Kämpf gegen andere Mädel! Ah, scheiße, Leute! Alter, nein! Nein! Nein. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Okay. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Okay. Dreamlike State. Ja, was soll ich sagen, Leute? Das war Let's Play the Park. Mann, was überraschendes Ende. Da haben wir ernsthaft unseren eigenen Sohn getötet, Alter. Scheiße. Okay, das habe ich nicht erwartet. Ich habe echt erwartet, wir retten unseren Sohn noch. Also ich verstehe das noch nicht ganz. Also die Mutter selber hat sich für irgendwas die Schuld gegeben. Und war dementsprechend auch aus irgendeinem Grund sauer auf Callum, also ihren Sohn. Aus irgendeinem Grund. Und hatte angefangen, Drogen zu nehmen und Alkohol kam dazu. Und der Geist, den wir gesehen haben, dieser alte Kerl, sind das wir vielleicht? Also ist das vielleicht unsere böse Persönlichkeit, unser böser Teil vielleicht? Auch wenn das ein männlicher Geist ist, aber vielleicht ist das unsere böse Seite, wisst ihr? So, ne? Das, den hat der Hass auf diesen Sohn, auf unseren Sohn, das war dieser Geist. Kommt da noch was? The Park. Ja. Aber ich muss sagen,
Return to the menu to left mouse button. Press left mouse button to return to the menu. Joa, gut Leute, das war Let's Play The Park. Ja, aber trotzdem verstehe ich nicht ganz. Also wir haben natürlich Drogen genommen, Alkohol und irgendwie einen Hass auf den Sohn gehabt und haben unseren eigenen Sohn getötet. Also das habe ich echt nicht erwartet. Das ist richtig gut gemacht. Das Spiel ist richtig klasse. Hat einige kleine Jumpscares drin, hat auch eine richtig geile gruselige Atmosphäre und dann so ein überraschendes Ende. Ich dachte jetzt wirklich, dass wir unseren Sohn retten. Echt, ich dachte jetzt im letzten Moment, wo er da so liegt, nehmen wir den mit und hauen einfach ab. Wisst ihr, ich dachte echt, Scheiße, Alter, Kacke, Scheiße. Boah, aber Leute, ich sag zu dem Park, meine Meinung, richtig schönes Spiel, richtig geiles, schönes Spiel, gruselige Atmosphäre, tolle Jumpscares, geil. Und auch wieder sowas Mysteriöses, wisst ihr, wie das eigentlich passiert ist, wie das mit dem Sohn passiert ist. Aber das würde ja dann bedeuten, wenn wir unseren Sohn getötet haben, dann heißt das ja, dass der Sohn, dem wir die ganze Zeit hinterher gelaufen sind, schon längst tot war, also quasi nur eine tote Seele war. An sich quasi, also eine tote Seele von unserem Sohn. Und wir haben diesen ganzen Albtraum aber noch mehr erlitten. Und seitdem sind wir auf diesen... Vielleicht sind wir deswegen auf diesen Alkohol-Drogen-Trip, weil wir unseren Sohn getötet haben. Wegen dem Hass. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, mir eure Meinung in die Kommentare schreiben. Denn eure Meinung interessiert mich sehr, wie es doch vielleicht anders sein könnte. Es würde mich wirklich darum grübeln. Vielleicht spiele ich das Spiel nochmal durch, nochmal so privatmäßig, um nochmal versuchen herauszufinden, was dort wirklich passiert ist. Oder ob ich das doch vielleicht doch besser verstehe. Und dann auf einige Details mehr achte, wisst ihr? Ja gut, Leute. Aber ich würde sagen, ich beende damit diesen finalen Part von diesem wunderbaren, schönen, klassischen, tollen Horror-Let's Play, The Park. Und ich würde sagen, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Let's Play gefallen hat. Und wie schon gesagt, wenn ihr eine andere Meinung oder andere Theorien für die Story der Geschichte habt, schreibt sie mir nach unten in die Kommentare, würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Also ich nehme gerne andere Theorien an und so weiter und so fort. Also würde mich wirklich sehr interessieren und ich nehme mir die Theorie an und sage erstmal, Leute, bis dann, tschüss, bis zum nächsten Let's Play, euer Yoshi Gamer. Bis dann, ciao, ciao, Yoshi.